Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Herzlich willkommen, ich bin in Amerika. Ich habe Boosa, Small Batch, Extra American Whisky, Kentucky. Der Wort Reihenfolge stimmt absolut nicht für die normale Etikettierung in den Vereinigten Staaten, aber das ist okay. Bei Whiskey Bay steht 43% drin, allerdings, das ist 154050. Allerdings, da steht ganz ehrlich gesagt hier auf der Flasche 40%. So, 100% straight original, naja, Bosa Small Batch Bourbon, Kentucky, USA. Hier steht, wow, rot auf schwarz, das habe ich vorher gar nicht versucht zu lesen hier. High Rye Bourbon. Aged in New Charred White Oak. Sehr gut. Okay, gut. Machen wir einfach mal auf. Ich habe 30,90 €. Momentan ist irgendwie 32,90 € normal geworden. So, weil da hier steht Straight hier drauf. Nein, da steht kein Straight hier drauf. Mein Fehler. Hier ist ein Small Batch. Okay, gehen wir einfach mal hier einmal durch. Bosa. Bosa ist ein Bogensäge. Ganz, 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 ganz früher. Wir reden 60, 80 Jahre ist es nun her, hat man tatsächlich den Deckel und den Boden, das im Kreis mit einem Bogensägen vielleicht mal ausgeschnitten. Ich benutze nur einen Bosa hier für einen Baum. Und da habe ich einfach mal ein paar Zweige mal abgeschnitten, Äste. Und da habe ich einen Bosa. Sonst benutze ich einen Bosa nicht. Da sind ganz, ganz grobe Zähne da drin. Normalerweise hat man so einen Bandsaw und dann macht man einen Kreis und das ist gut. Der zweite Begriff hier ist Small Batch. Small Batch bedeutet nichts. Small Batch, ich habe schon Single Barrel auf dem Small Batch draufstehen und ich habe bei Jim Beam gesehen, wo sie buchstäblich über 50.000 Flaschen rausgebracht hat. Small Batch, kleine Charge, keine gesetzliche Regelung. Extra. Extra bedeutet nichts. American Whiskey bedeutet etwas. American Whiskey ist der Überbegriff für alle verschiedenen Whisky-Sorten in den Vereinigten Staaten. Ob es Corn Whiskey, ob es Bourbon ist, ob es Rye ist, ob es Wheat ist, ob es Malt ist. Das ist dieser Überbegriff. Übrigens, American Whisky darf 80% Wodka sein und 20% Bourbon. Und das ist immer noch American Whisky. Wollt ihr nicht haben. Ihr wollt immer bitte ein Bourbon kaufen. Oder ein Rye, oder ein Wheat, oder ein Corn, oder ein Malt. Aber ein American Whisky ist der schlechteste Abstufung, den man haben kann in amerikanischer Whisky. Keine Kategorie im Grunde, eine Allfangkategorie. Und dann steht hier Kentucky. Yay, es wurde in Kentucky gemacht. Sehr, sehr, sehr schön. Also, was wir hier haben, ist tatsächlich hier ein Small Batch Bourbon. Yay, Bourbon steht hier, Bourbon steht nicht hier. Schade. Okay, Bourbon, und da habe ich bei Masters of Malt gefunden, das ist tatsächlich angeblich 75% Mais, 21% Roggen und 4% denn gemälzte Gerste. Ich habe auf meiner schlauen Liste von alle verschiedenen Mashbills, Mashbills sind die Zutaten, die zusammen einfach mal gemixt werden, um Bourbon zu machen, und ich habe nirgendwo gefunden, der genau eben diese Mashbill hat. Ich habe allerdings 75% Mais gefunden, 20% Roggen und 5% gemälzte Gerste gefunden, aber nicht 21,4. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich werde es auf jeden Fall vergleichen mit der Brüder. Ich sage einfach Brüderfass in diesem Moment. Das ist der Corn Whisky. Da ist mindestens 80% Mais hier drin. Hier ist mindestens 51% Mais. Laut der Anzeige ist sogar 75% Mais. Der größte Hauptunterschied ist die Fässern. Bei Bourbon muss neue Fässern benutzt werden. Wie lange muss ein neues Fass benutzt werden? Ein Tag, eine Woche, ein Monat. Da gibt es keine Regelung. Du kannst Bourbon haben, indem es tatsächlich in einen neuen Fass reingekippt wurde und dann wieder ausgekippt worden, 2 Stunden später. Hat immer noch ein bisschen Farbe übernommen, weil halt eben Holz und der Kohle da drin, Aktivkohle, färbt ab und damit ist es Bourbon. Straight Bourbon ist mindestens 2 Jahre alt. Und wenn es über 4 Jahre alt, kommt ein Alter da drauf. Kommt kein Alter da drauf. Zwischen 2 und 4 ist mit Alter und über 4 muss man kein Alter mehr. Das ist für mich Volljährigkeit bei Bourbons. Für euch in Schottland und für euch in Irland und für uns in Europa ist 3 Minimum. In Amerika 4 ist schon volljährig. Andere Klimabedingungen, ja. Also Whisky reift ein bisschen schneller woanders. Hier steht nirgendwo, dass das denn hier 4 Jahre alt ist. Hier steht nirgendwo,
dass es denn da straight ist. So, wir wissen gar nicht, wie alt das ist. Eigentlich habe ich gelernt, dass jeder Whisky unter 4 Jahre alt muss eine Altersangabe draufstehen oder drauf haben. So, von daher, wenn das stimmen würde, vielleicht gilt es nur für amerikanische Whisky in Amerika abgefüllt, dann wäre diese Whisky 4, an das zweifle ich sehr stark an. Gut, ich rieche erst einmal. Ein bisschen viel Korn. Ja, also ein bisschen mehr Korn. Also, ja, was soll ich hier sagen, Leute? Ich erwarte wirklich nicht hier ein Highlight. 31 Euro für ein No Name. Oh ja, Kirke und Greer sind diejenigen, das abfüllen. Das sind hier, die sind in Belfast, die ist keine Distillerie. Also, das ist eine Irish Firma, ja, nordirisch, also eigentlich eine UK-Firma, muss man heutzutage sagen. Und die kaufen einfach Whisky aus Amerika ein. Wahrscheinlich entweder Totes, das sind große 1000 Liter Plastikbehälter oder vielleicht sogar einen ganzen Edelstahl-Container voll davon. Und dann wird das einfach rübergebracht und dann hier in Europa oder UK abgefüllt. Ja, gut. EU ist nicht Europa, also irgendwo in Europa abgefüllt und verkauft. Für mich, das sieht hier eindeutig nach Supermarkt-Whisky aus, beziehungsweise nach Whisky, was ich gerne auch in der Bar haben möchte. So, ich probiere mal, also 40%, nicht 43%. Bourbon, cheers. Ein kleines bisschen hinten raus ist das nett. Ein bisschen schärfer kommt dabei raus, trotz seiner 40% nur. Und einiges an estrigierendes Holz. Ja, für mich der Maß aller Dinge, also ist tatsächlich bei Bourbon von Preis-Leistung etwas, was heißt Pennypacker. Ich packe diese Sache einfach ganz kurz weg. Das ist ein Kornwhisky. Habt es gesehen, dass es die beiden gab. Ich habe sie Set verkauft. Und ich hole einfach mal ganz bewusst meinen Pennypacker hier raus. Pennypacker Bourbon Straight Kentucky Bourbon Sour Mash Whiskey bei 40%. Importiert hier von Borco. Das Zeug habe ich immer wieder im Angebot für 9,90 € gesehen. 31 Euro bzw. 32 Euro momentan. Ja? Also du kriegst drei Flaschen davon für eine Flasche davon. So, allerdings, ich habe hier einen Schraubverschluss, was gar nicht in dieser Preisklasse so schlecht ist, denn da verdünstet wesentlich weniger als aus einem Korken heraus. Wenn der zu ist, das bleibt gut. Hier muss ich sagen, ist der Kork halbwegs gut, denn das ist auch ein Kunstkorken, da kommt auch weniger dadurch. Der ist zwar nicht hundertprozentig luftdicht, aber schon gut luftdicht. So, Flaschendesign gewinnt hier tatsächlich Bosa am Preis. Also ich finde hier oben auch mit Glas und hier schwerer Boden und so weiter, der hat was. Der hat wirklich hier Punkte dafür. Das ist klassisch Design, das ist ein bisschen Supermarket Whisky, ist so. An der Nase. Okay, an der Nase. Tun sich nicht viel. Also ich habe schon mich gefragt, das ist angeblich Heaven Hill Produkt. Wird nach Hamburg in einen Container rübergebracht und dann wird hier in Deutschland abgefüllt. Deshalb hat man ganz wenig Steuern darauf. Denn man Tarif und alles Mögliche macht man in besonders auch wegen Wert. Und der Wert von Flüssigkeit außerhalb der Flasche ist weniger als in der Flasche. Also mehr Wert, weil es in der Flasche schon drin ist. Beide haben eine interessante Zimt-Moment, Vanille-Moment, Nelken-Moment. Also wenn ich nicht wirklich wüsste, ich würde sagen, die sind Geschwister. Also ich bin wirklich hier am rausriechen. Ein kleines bisschen mehr hier von einem Tabak, von einer Ledernote, leicht, als denn hier der Brüder. Gut, ich probiere nochmal unser Bosa, dann gehe ich rüber zu Pennypacker.
Oh. Also leichte, leichte Momente und dann geht es wieder nach oben. Interessant. Okay, da kann man echt trinken. Absolut okay. Schauen wir mal, ob wir bei Pennypacker genau das ähnliche oder gleiche Ergebnis haben. Ja. Ähnlich, arg ähnlich. Ich würde sagen, eine 85 bis 90% Übereinstimmung. Der erste Moment gefällt mir diese Flasche ein Tick besser als diese Flasche. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Flasche schon seit 6 Monaten praktisch so herumsteht. Vielleicht hat es auch andere Bedingungen, die dazu beigetragen haben, dass es ein bisschen flacher ist. Jo. Also das ist ein Straight Whiskey, also 4 Jahre alt. Das hier ist ein Small Batch Bourbon und wir wissen nicht, wie alt. Jo, ist dieser Whisky dreimal so gut wie jener Whisky? Nein. Ist dieser Whisky vielleicht 5% besser als dieser Whisky? Ja. Also beide Whiskys sind hier für mich Dreier-Whiskys. Für ein Bourbon, also absolut kein Wow-Moment. Das ist so eins, warum hast du es nicht gekauft? Zwei, kaufen. Also ganz selten gebe ich ein Eins, selten gebe ich ein Zwei. Also vieles bewegt sich in den Dreier-, Zwei-Minus-Bereich. Und das ist beide eindeutig ein 3. Das allerdings für 9,99 €, vielleicht jetzt mittlerweile bei 12,99 €, ist so, wo ich immer noch sagen, kaufen. Also wenn du einen billigen Bourbon haben möchtest zu Hause, was halbwegs gut schmeckt, bam, der ist nicht zu überbieten. Preis-Leistung 2. Ich gehe sogar 2 plus. Also absolut hier meine Empfehlung, wer einfach mal einen Bourbon immer zu Hause haben möchte, geh mal hin zu irgendeinem Supermarkt, finde Pennypacker auch online, Beifang, nimmt den mit, absolut cool. Dieser Whisky hier schmeckt allerdings nicht nach 31 Euro. Dieser Whisky schmeckt eher nach 15 Euro. Ja, also ich habe viele Bourbons gehabt und das ist hier eine okay. Man kriegt für unter 20 Euro ganz gute Bourbons und das ist für über 30 Euro überteuert. Deshalb kriegt er hier für mich ein 4 Plus für Preis-Leistung. Ich finde diesen Whisky einfach mal zu teuer im Vergleich gerade eben zu das, was ich hier zeige. Man hat auch andere Produkte, die auch um die Wild Turkey 101 zum Beispiel, würde beide einfach mal boom platt machen. So viel besser, so viel schöner, so viel einfach mal geschmackvoller. So, ja, interessant, interessant. Ich finde es immer wieder cool, dass es dann solche neue Marken so gibt. Ich bin immer wieder gerne dabei, die zu verkosten, die einfach zu bewerten, euch entweder zu empfehlen, etwas zu kaufen. Also ein Corn Whisky, der ist ein bisschen auch 10 Euro zu teuer. Wer einen Corn Whisky haben will, der soll sich einfach mal den Metal Corn einfach zulegen, 10 Euro günstiger, paar Umdrehungen mehr. Wer einen guten Bourbon haben möchte, einen okay Bourbon haben möchte, für einen guten Preis, ist mit Pennypacker immer noch absolut hier richtig, richtig, denn da gut aufgehoben. Evan Williams Black Label. Also Evan Williams in der schwarze Flasche, also auch absolut toll. Also es gibt ein paar Sachen da draußen, die einfach richtig gutes Zeug bieten für einen super günstigen Preis. Hier ein bisschen überteuert, aber hey, das Zeug muss erstmal nach Nordirland, von Nordirland nach Deutschland, musste dort abgefüllt werden. Es hat eine besondere, schicke Flasche und ein paar andere Leute wollten was daran verdienen. Okay, wer gerne Pennypacker probieren möchte, allerdings ein Sample ist fast so viel wie ein Viertel Flasche bei mir, durch die Zeit und Aufwand und kleine Sampleflasche. Geh lieber hin, kauft euch einfach mal eine ganze Flasche und wenn es nicht schmeckt, benutzt es für deine Verwandtschaft, wenn sie kommen und macht Drinks daraus, die werden sich freuen. Ginger Ale und Bourbon schmeckt übrigens im Sommer echt nicht schlecht. Okay, liken, abonnieren, Teil meiner WhatsApp-Flaschengruppe werden. Die Flaschen wurden da dort verteilt. Du kannst auch meine Sample-Liste, auch der Pennypacker ist drauf, plus ein paar hundert andere Flaschen. Und wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr bzw. Sonntagabend um 21 Uhr. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.